Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der iPad Teacher Trainings. Im Mittelpunkt dieser Folge stehen die beiden Systeme Apple School Manager und Mobile Device Management. Und vor allem geht es darum, wie diese beiden Systeme euch bei der Verwaltung der iPads unterstützen können. Es ist jetzt Ende Mai, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video hier drehe, und da gibt es in vielen Schulen erste Überlegungen, wie kann ich iPads für das nächste Schuljahr anschaffen. Und da möchte ich euch mit dieser Folge eine Hilfestellung geben, inwieweit diese beiden Systeme, Apple School Manager und MDM, von Anfang an integriert werden sollten, um euch bei der Verwaltung der iPads zu helfen. Nun, was heißt eigentlich iPad-Verwaltung? Da muss ich ja klarerweise, wenn ich ein neues iPad bekomme, ein paar Schritte machen. Da gibt es einen ganz wichtigen Schritt, nämlich das Erstellen einer Apple ID. Und das ist, wenn man es bei einem einzelnen Gerät macht, naja, da geht es noch, aber wenn ihr so bei 10, 15, 20 Geräten Apple IDs erstellen möchte, dann ist das ein enormer Zeitaufwand. Darüber hinaus, und das ist vielleicht noch wichtiger, habe ich ein Problem, wenn ich für Schülerinnen und Schüler Apple IDs erstellen möchte, denn das Mindestalter für die Erstellung einer Apple ID beträgt 13 Jahre und damit kann ich für Kinder unter 13 Jahre nicht so ohne weiteres, oder vor allem können es die Kinder selber nicht so ohne weiteres, eine Apple ID erstellen. Für den privaten Bereich gibt es dafür eine Lösung, das ist die sogenannte Familienfreigabe. Da können Eltern für ihre minderjährigen Kinder Apple IDs erstellen, aber das ist natürlich nur dann möglich, wenn die Eltern selber Apple-Geräte besitzen und sich auch auskennen, wie sie das für die Schülerinnen und Schüler durchführen können. Die zweite Sache, die bei der iPad-Verwaltung sicherlich anfällt und viel Zeit kostet, das ist das Installieren von Apps. Ihr kennt die Situation, eine Kollegin, ein Kollege sagt euch, sie brauchen für ihre Stunde eine bestimmte App und schon sitzt sie da mit 15 Geräten und tut händisch auf jedem einzelnen diese App installieren. Das kostet viel Zeit und das können euch unter anderem die beiden Systeme, die ich jetzt vorhin näher noch vorstellen möchte, ersparen. Und die dritte Sache, auch die kann sehr, sehr wichtig sein, vor allem dann, wenn das iPads der Schule sind. Wie kann ich meine iPads absichern, dass mir meine Schülerinnen und Schüler nicht ungewollt oder gewollt Apps darauf löschen oder neue Apps einfach installieren, sodass diese Geräte immer in dem Zustand sind, dass sie problemlos in der nächsten Klasse wieder weiterverwendet werden können. Nun zu diesen zwei Systemen. Das eine ist eben der Apple School Manager. Und das andere ist, und das muss man allgemein formulieren, weil da gibt es ganz viele Anbieter, ein Mobile Device Management. Was können diese Systeme und wo helfen sie mir? Nun, der Apple School Manager bietet mir mit sogenannten verwalteten Apple IDs die Möglichkeit, schnell in großen Mengen Apple IDs zu erstellen. Was das Besondere von verwalteten Apple IDs ist, erkläre ich jetzt noch gleich nachher. Die zweite Sache, ich kann über den Apple School Manager App-Lizenzen erwerben. Ich habe das bewusst genannt erwerben, denn eine Lizenz brauche ich für eine Gratis-App genauso wie für eine bezahlte App. Bei einer bezahlten App gibt es hier noch dazu eine Besonderheit. Also erstens einmal gibt es hier oft gestaffelte Preise, dass eine App ab einer gewissen Stückzahl an Lizenzen billiger wird. Gerade für Apps im Bildungsbereich ist das der Fall. Und das Zweite ist, ich kann eine Lizenz für eine App erwerben, die an ein Gerät, an ein iPad austeilen und es zum Beispiel nach einiger Zeit, wenn es auf diesem iPad nicht mehr genutzt, wieder zurückziehen und ohne dass ich sie neu kaufen muss, an ein anderes iPad austeilen. Damit kann man sich bei Apps, die man also nur hin und wieder im Unterricht benötigt, sehr viel Geld als Schule ersparen. Das zweite System, Mobile Device Management. Beim Apple School Manager stand ja nur App-Lizenzen erwerben, denn wenn ich jetzt dann diese Apps auf die Geräte installieren möchte, dann brauche ich ein Mobile Device Management System, denn das Installieren der Apps passiert dort. Aber, und ihr seht es an dem Pfeil, den ich eingezeichnet habe, das geht nur für Apps, für die ich vorher im Apple School Manager eine Lizenz erworben habe. Und das Zweite, in der MDM kann ich sogenannte Einschränkungen auf den iPads aktivieren. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit den iPad, die iPads absichern. Da kann ich eben zum Beispiel einstellen, dass auf einem iPad nicht das Recht vorhanden ist, dass der Benutzer eine App darauf löschen kann oder neue Apps darauf installieren kann.
Gehen wir auf das erste System näher ein, der Apple School Manager. Apple School Manager kann ich mich ganz einfach bei Apple anmelden dafür oder registrieren dafür. Es wird kurz mit einem Rückruf in der Schule überprüft, ob es sich tatsächlich um eine Bildungseinrichtung dabei handelt, denn nur eine Bildungseinrichtung hat Anspruch auf den Zugang zu diesem Apple School Manager. Ansonsten ist er in seiner Benutzung gratis, das ist ganz wichtig und wie gesagt, eines der Hauptverwendungszwecke des Apple School Managers ist eben die Erstellung von sogenannten verwalteten Apple IDs. Verwaltete Apple IDs unterscheiden sich ein wenig von normalen privaten Apple IDs, aber teilweise durchaus positiv. Wenn ich eine verwaltete Apple ID erstelle, dann erhält jede Schülerin, jeder Schüler, jede Lehrerin, jeder Lehrer einen iCloud-Speicher von 200 GB gratis dazu und kann somit also mit Sicherheit von der Datenmenge her auskommen. Das zweite, wenn ich Schoolwerk verwenden möchte, und übrigens, es kommt jetzt eine Schoolwerk 2.0 heraus, ich werde noch die Woche ein Video über die neuen Funktionen darin machen, dann brauche ich auf alle Fälle verwaltete Apple IDs. Ich kann Schoolwerk, Apples Lernplattform, nicht verwenden mit privaten Apple IDs. Ganz wichtige Sache, aber mit verwalteten Apple IDs kann ich über den Apple School Manager ganz einfach Passwörter zurücksetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Thema Passwörter zurücksetzen ist bei uns in der Schule, was die Schülerinnen und Schüler betrifft, ein Dauerbrenner und ein Problem, das wir immer wieder haben. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass es hier eine einfache Lösung gibt. Aber eine verwaltete Apple ID liefert mir keinen Zugang zum App Store. Das heißt, ich kann mit einer verwalteten Apple ID nicht im App Store einkaufen, sondern das geht eben über den Weg, den ich vorhin gesagt habe. Ich erwerbe eine Lizenz für eine App im Apple School Manager und ich verwende eine Mobile Device Management Lösung, um diese App auf die Geräte zu installieren. Einen Workaround, den es gibt, ist, dass ich so eine verwaltete Apple ID nur verwende als iCloud ID und für den Store, für den App Store auf meinem iPad eine private Apple ID verwende. Muss man wissen, ob das machbar ist in der Schule, aber theoretisch könnte ich natürlich mit zwei verschiedenen IDs auf einem iPad arbeiten. Die Apple ID, die für den App Store gilt, muss ja nicht dieselbe sein, die für die iCloud gilt. Und die letzte Funktion, das kann vielleicht für manche entscheidend sein, eine verwaltete Apple ID hat keine E-Mail-Funktionalität. Also ihr könnt an eine verwaltete Apple ID nicht in einem E-Mail-Programm einrichten und daran E-Mails und an diese E-Mail schicken. Zum zweiten System etwas näher, MDM, und da habe ich ja schon gesagt, gibt es viele verschiedene. Ich habe jetzt da nur auszugsweise einmal drei davon aufgezählt. GMF School, das war früher der Solodesk, ist für den Schulbereich sehr bekannt, genauso wie Mozell. Die zwei sind wirklich auf die Schule konzentriert. Ich habe auch noch geschrieben Cisco Meraki, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Mobile Device Management Lösungen und ich möchte also jetzt hier nicht auf irgendeine spezielle einen Tipp geben, weil es eben alle ihre Vor- und Nachteile. Ein Nachteil, den sie alle haben, praktisch alle haben, sie haben entweder ein Freemium oder ein Abo-Modell. Freemium-Modell, damit ist gemeint, das ist zum Beispiel bei Mozell derzeit der Fall, dass ich gratis dieses MDM benutzen kann, aber mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Wenn ich die volle Funktion habe, dann muss ich ein Abo erwerben. Oder bei manchen, ich glaube bei Cisco Meraki ist das, da kann ich eine gewisse Anzahl von Geräten, eine kleine Anzahl von Geräten gratis verwalten. Ab einer gewissen Anzahl von Geräten brauche ich die bezahlte Version. Was heißt bezahlte Version, damit ihr eine Größenordnung habt? Ich kann es jetzt nur zum jetzigen Stand, das heißt Mai 2020 bei GMF School sagen, da ist es so, dass eine Lebenslizenz, das heißt eine zeitlich unbegrenzte Lizenz für ein iPad ungefähr 20 Euro kostet. Wenn ich eine Jahreslizenz besorge, dann kostet die ca. 5 Euro. Das heißt, nach 4 Jahren bin ich da ungefähr am selben Stand. Der Unterschied ist halt ganz einfach, dass ich eine Lebenszeitlizenz für ein iPad sehr einfach in der Anschaffung gleich mitkalkulieren kann. Bei einem Jahresabo muss ich halt jedes Jahr schauen, dass ich die entsprechenden Kosten habe, die Budgetmittel habe, um diese Kosten für dieses Abo zu decken. Muss jeder selber wissen, was er davon lieber nimmt. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch sagen, dass es eine Mobile Device Management Lösung auch von Apple selber so quasi gibt. Das wäre der Profil Manager.
Beziehungsweise Ähnliches wie eine Mobile Device Management kann man auch im Apple Konfigurator erledigen. Allerdings beide, Achtung, gibt es nur für macOS. Das heißt, das kommt beides so und so in Frage, wenn ihr einen Mac an der Schule habt, dass ihr entweder auf diesem Mac Profilmanager installiert oder dass ihr mit Apple Konfigurator das verwendet. Apple Konfigurator bedeutet, dass ich zumindest beim ersten Mal aber jedes Gerät physisch wirklich anstecken muss an diesen App, während Mobile Device Management Lösungen über WLAN funktionieren oder übers Internet funktionieren und insofern keine physische Verbindung benötigen. Der Profilmanager, der ist schon ein bisschen komplizierter einzurichten, da muss ich macOS Server laufen lassen und auf dem geht das dann und er ist, ich weiß nicht, also ich kenne nicht sehr viele, die wirklich den Profilmanager verwenden für eine größere Anzahl von Geräten, aber theoretisch möglich wäre es. Jetzt habt ihr einiges gehört über diese zwei Systeme und ich habe euch aber verschwiegen, wie man die einrichtet, miteinander herstellt und so weiter. Und ich verschweige das absichtlich, denn ich würde euch ganz ehrlich raten, wenn ihr als Schule mit Apple School Manager und einer Mobile Device Management Lösung arbeiten wollt, dann redet mit einem Apple Händler, der von Apple für den Bildungsbereich zertifiziert sind. Das nennt sich bei Apple, ich habe sie eingebildet, die Apple Education Specialists. Denn ich glaube, in den meisten Schulen wird die Verwaltung dieser beiden Systeme, Apple School Manager und Mobile Device Management, die Möglichkeiten der Lehrerinnen und Lehrer am Standort überfordern. Ich mache es für meine Schule, aber es ist relativ viel Aufwand. Es benötigt einiges an Know-how, bis diese Systeme so laufen, wie man sich das vorstellt. Und man muss sich das gut überlegen, ob es in einer Schule wirklich Ressourcen dafür gibt, dass sie diese beiden Systeme selber verwalten oder nicht. Natürlich wird ein Apple Education Specialist, wenn ihr diese Systeme dazu nehmt, das in irgendeiner Weise verrechnen. Das heißt, es erhöht sich der Anschaffungspreis der iPads dadurch, aber ich würde euch wirklich dazu raten, weil ich glaube, dass es von einer Schule selber kaum zu leisten ist oder auch wenn, dann ist wieder irgendeine Lehrerin oder ein Lehrer, der da übrig bleibt und sehr viel Arbeit damit hat und das würde ich gerne vermeiden. Ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen so klar gemacht habe, was diese beiden Systeme bedeuten, was sie können und ich hoffe, dass ihr bei einer Anschaffung von neuen iPads vielleicht aus diesem heutigen Video ein bisschen mehr Informationen bekommt, schlauer geworden seid und wisst, ob ihr diese beiden Systeme integrieren wollt oder nicht. Ich persönlich kann nur raten, es zu tun. Ich habe eigentlich immer noch festgestellt, dass ein iPad-Schule oder ein iPad-Ausrollung, die ein Mobile Device Management und Apple School Manager beinhaltet, reibungsloser und letztendlich optimaler verläuft als eine Anschaffung, wo einfach nur das Gerät gekauft wird und dann in der Schule irgendwie gekämpft wird, dass man das entsprechend zum Laufen bringt. Soweit für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.